Herzlich willkommen zurück in Enderal. Ja, ich habe mich mal hier auf diesen Stuhl gesetzt. Die Aussicht ist einfach wunderbar. Und wir warten einfach mal, ob vielleicht irgendwer vorbeikommt und können den dann wegschießen. Und die Leute würden denken, wir wären Banditen. Oder ein Bandit, besser gesagt. Den hatten wir schon eingesammelt in der letzten Folge. Blaue Malphasblüte, sehr schön. Und wir schauen einfach mal, was das hier für ein Haus ist, würde ich sagen. Den Bogen zücke ich schon mal, zur Sicherheit. Und da vorne haben wir Sachen zum Einsammeln. Die Pflanze kann man nicht sammeln. Schade, schade. Ich will auch immer Lavendel pflücken, aber irgendwie geht es hier gar nicht. Naja. So. Hier haben wir eine Eisenerzader. Sehr gut. Muss natürlich mitgenommen werden, ganz klar. Und da hinten haben wir auch schon das Meer. Also wir sind ja tatsächlich an der Küste. Wir können auch gleich mal auf die Karte schauen, wo wir ungefähr sind. Generell, es gibt ja so ein, zwei Inselchen, die wir auch auf jeden Fall noch bereisen werden bei Zeiten. Ob wir das jetzt machen, weiß ich aber nicht. Also eher nicht. Aber irgendwann mal. Ach du Heilige. Seht ihr das da unten? Das ist eine riesige Krabbe, oder? Können wir uns gleich mal anschauen. Auf der Karte. Genau, wir sind jetzt hier. Die Insel sieht ganz interessant aus. Da will ich auf jeden Fall auch noch hin. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht hier noch so ein bisschen was erkunden. Aber ich würde jetzt nicht mehr arg viel in die Richtung gehen, denn da ist das Schloss. Das werden wir auf jeden Fall später noch anschauen. Wir wissen ja mittlerweile, dass dort die Aschewitwe haust. Das hatten wir schon gelesen in einem der Bücher. Allerdings brauchen wir da was, um die zu besiegen. Ich habe schon wieder vergessen, was genau es war. Aber irgendetwas brauchen wir da und das haben wir aktuell noch nicht. Bin gerade am Überlegen. Da unten geht es so ein bisschen lang. Da will ich auf jeden Fall erstmal noch nicht hin. Auf die Insel will ich auch noch nicht. Vielleicht kommen wir sogar noch auf die Insel über eine Quest. Da bin ich mir... Ah, da unten waren wir schon. Das ist... Ah ja, okay. Das ist diese Hütte. Da waren wir im letzten Part schon. Da haben wir, glaube ich, sogar... Haben wir da geschlafen? Weiß gar nicht mehr. Irgendwo hat man geschlafen. Ich glaube, es war beim Banditenlager. Da unten werden wir, glaube ich, auch später lang gehen. Oh, eine verbrannte Leiche. Oh! Ich glaube, ich weiß sogar, was für eine Leiche es ist. Wir hatten noch die Geschichte gelesen von der einen Frau, die da irgendwie gebetet hat und dann hier verhungert ist. Wobei, die ist eigentlich nicht verbrannt, aber wer weiß, vielleicht ist es ja die. Fände ich cool. Weil dann wissen wir jetzt so ein bisschen die Hintergrundstory davon. Da vorne sehe ich schon eine Eispranke. Ich weiß nicht, was das für ein Haus ist, wir werden mal schauen. Ja, okay, es sieht auf jeden Fall verlassen aus. Ist das vielleicht... Es ist Jeros Haus. Okay, das werden wir uns nachher genauer ansehen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel machen. Wir werden uns die Eispranke holen. Die Pilze. Aber dann gehe ich auch erstmal wieder. Denn da werden wir früh genug hinkommen. Jiro ist ja der, den wir für die Hauptquest suchen sollen. Beziehungsweise der ist verstorben. Oder der ist ein Magister des Heiligen Ordens. Wurde aber vom Roten Wahnsinn heimgesucht. Und wir sollen rausfinden, woran das liegen könnte. Genau, das ist so ungefähr unsere Quest. Und wenn wir jetzt schon Jiros Haus gefunden haben, würde ich sagen, machen wir das einfach ausnahmsweise mal. Die haben ja zwei Aufgaben. Wir sollen einmal eine Schatulle suchen. Das ist die hier. Und dann sollen wir einmal mit Jiros Jugendfreund Alfred sprechen. Ich würde sagen, wir suchen zunächst mal nach der Schatulle. Die dürfte eigentlich hier vorne irgendwo sein. Oder das ist die richtige Questmarke, die mir hier folgen. Ja. Gut, dann wollen wir diese Schatulle mal einsammeln und schauen, was da drin ist. So, gut, dass sie markiert ist. Da müssen wir nicht lang suchen. Da ist sie auch schon. Perfekt. Schatulle. Oh, da haben wir einen Schlüssel zu Jiros Schatulle. Wir haben die doch schon geöffnet. Okay. Und, oh je, Jiros Tagebuch 1, 2 und 3. Okay, wir sollen jetzt also Jesper von Jiros Lebensbriefen erzählen. Gestartet Geheimnisse. Die Sache ist, wir sollten es jetzt eigentlich lesen, ne? Ich hoffe, das ist nicht allzu lang. Wir schauen mal ganz kurz, wie lang es ist. Als Sira und ich unter dem alten Baum saßen, sagte sie etwas, das mir nicht aus dem Kopf gehen will. Das größte Übel in dieser Welt ist das Vergessen der eigenen Ideale. Diese Briefe sollen meinen Weg aufzeichnen und mich immer wieder an das erinnern,
was mir wichtig ist. Gestern kam ein Hüter ins Dorf, um mir das Noviziat anzubieten. Er sagte, die alte Martha hätte mich empfohlen und dass ich ungebundene Magie in mir trage. Es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen, aber vermutlich trifft Dankbarkeit es am besten. Endlich trägt meine harte Arbeit Früchte. Das bringt mich auf einen seltsamen Gedanken. War es auf eine bittere Art und Weise sogar gut, dass Mutter starb? Es hat mir die Augen geöffnet. Früher war es mein einziger Wunsch, Vater stolz zu machen. Einen Fischer. Heute kann ich nicht anders als Unverständnis beim Anblick all der Dorftölpel zu empfinden, die mich umgeben. Tag ein, Tag aus dasselbe. Sie stehen auf, sie arbeiten und abends betränken sie sich. Ist das denn alles, was sie vom Leben wollen? Sehen sie denn all das Übel, das um sie herum geschieht, nicht? Empfinden sie dann nicht auch den Wunsch, etwas zu ändern? Sira ist anders. Sie versteht, was mich treibt und wir teilen den Traum. Nun müssen wir es nur noch schaffen, eine Lehrlingschaft im Ark für sie zu finden. Aber ich bin hoffnungsvoll. Jero Sonnenwind, Novize. Das ist ja mal geil, dass wir hier, dass es vorgelesen wird. Da muss ich mir gar nicht die Arbeit machen. Das finde ich jetzt mal richtig cool. Ich würde gerne so ein bisschen weg hier, weil es doch sehr laut ist. Damit wir da noch ein bisschen besser lauschen können. Aber hier ist leider überlaut, ne? Ja, gut. Wir schauen weiter. Zweiter Brief. Er ist auch nicht so lang, von dem her, das passt doch. 15 Jahre sind seit dem letzten Brief vergangen. Sira und ich leben nun beisammen in einem kleinen Haus im Südviertel Arx. 5 Jahre ist es her, dass ich die heilige Prüfung abgelegt habe. Aber anders als früher will ich nun nicht mehr dem militärischen Flügel des Ordens beitreten, sondern Magister werden. Warum? Weil die Kinder dieses Landes seine Zukunft sind und schon genug Blut in der Welt fließt. Vor 2 Wochen hat die Truchessa unserem Entwurf der Armentafel zugestimmt. 2-mal jährlich verpflichtet er jeden wohlhabenden Arka, eine Handvoll Groschen an den Orden zu zahlen, aus denen dieser für die Untersteher 1-mal pro Woche eine warme Mahlzeit bereitstellt. Die Reaktionen der Bürger stimmen mich bitter. Für sie sind diese Groschen nur ein Parfum weniger. Für die armen Seelen dort unten der Unterschied zwischen Leben und Tod. Aber dennoch protestieren sie wie die Wahnsinnigen. Ich werde diese Menschen nie begreifen. So wütend dies nur noch klingt, ich bin glücklich. Mein Leben erfüllt mich mit Sinn. Und ich habe das Gefühl, meinen Zielen näher zu kommen. Und ich habe Sira, die nach all den Jahren immer noch bei mir steht. Seltsam. Obwohl ich weiß, dass du diese Zeilen nie lesen wirst, habe ich das Gefühl, dadurch mit dir sprechen zu können. Ich liebe dich, Sira. Ich liebe dich wirklich. Schön. Und na, wenn man diese Geschichte schon hört, kann man sich schon fast denken, was im dritten Brief kommt. Ich würde sagen, wir lesen ihn direkt mal. Sira ist tot. Ja. Getötet von 2 Unterstädtern, als sie die Armentafel vorbereitete. Wie schnell diese Worte geschrieben sind. Aber wie kann ich diesen Schmerz, diese Leere, auch nur annähernd ausdrücken? Sira sagte immer, es hilft, Gefühle niederzuschreiben. Aber das tut es nicht. Ich sitze hier, starre auf die trocknende Tinte und die Zeilen erscheinen mir wie die Worte eines Fremden. Fremd. Alles fühlt sich fremd an. Ich fühle mich fremd, wenn ich morgens aufstehe. Ich fühle mich fremd, wenn die Sonne hinter den Wolken verschwindet. Fremd, wenn ich abends allein in diesem viel zu großen Bett liege. Der Pfad verurteilt den Freitod als Sünde, da jeder von uns im Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber ist das hier die meine? Wer bin ich? Wo stehe ich? Mir bleiben nur noch höchstens 30 Winter, wenn keine Krankheit mich holt. Und zurück blicke ich auf eine Spur aus gescheiterten Träumen. Unsere Armentafel hat zu Schlägereien und Morden an den Banketten geführt. Und die Reichen weigern sich mehr und mehr zu zahlen. Und vor mir nichts als Nebel. Mir fehlt die Kraft, weiterzukämpfen. Mir fehlt der Glaube. Sag mir also, Malphas,
ist das meine Aufgabe. Zu scheitern. Meine Gedanken sind ein einziges Chaos. Und ich bin zu müde, um weiterzuschreiben. Ja, eine sehr tragische Geschichte auf jeden Fall. Und wir werden dir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter folgen. So viel kann ich schon mal verraten. Und wir werden auch noch erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Ja, das ist noch nicht ganz das Ende. Und ja, die Frage ist, was ist das hier für ein Haus? Die Schatulle war ja da. Wir wissen, Jiros Haus ist eigentlich das da hinten. Das heißt, warum ist die Schatulle hier? Wessen Haus ist das hier? Das ist natürlich jetzt eigentlich die große Frage. Pentas Haus. Okay, warum liegt die Schatulle vor Pentas Haus? Ist sie entweder einfach nur vom Wasser oder von der Strömung dorthin getragen worden? Oder gibt es vielleicht andere Gründe? So, Bauplan Feldharnisch. Einzelteile. Ja, wir haben irgendwie noch nie großartig was gefunden, wo wir jetzt arbeiten könnten, ne? Wo wir schmieden könnten oder so. Naja. Ein Sack mit 3 Groschen haben wir hier. So, wir klauen einfach mal alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das Haus sieht auf jeden Fall noch ganz aus, sag ich mal. Also ich glaube, da können wir mal reingehen und schauen, was da drin auf uns wartet. Vielleicht ausnahmsweise sogar freundliche Leute. Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, wir speichern hier gerade mal ganz kurz und dann gehen wir rein. Ja. Wir benötigen einen Schlüssel. Okay, da kommen wir erstmal nicht rein. Ich glaube auch nicht, dass der Schlüssel hier direkt irgendwo rumliegt. Wir werden aber mal... Kann sein, dass wir durch die Quest da noch reinkommen. 2 Eispranken essen. Und da vorne sehen wir auch schon Küstenpirscher. Natürlich. Toll, mal wieder nicht getroffen. So, aber mit dem Pfeil hier geht es sogar ganz gut. Zack. Jawohl. Das war's. Das waren die Küstenpirscher. Ja, das geht doch wirklich ganz okay. Könnte schlimmer sein, auf jeden Fall. Ein Wolfsfell kriegen wir auch noch. Das freut mich doch. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben ja so viel auf dem Radar. Wir haben da noch irgendwo eine Hütte, die ich natürlich auch gerne erkunden würde. Müssen wir nur schauen, wie wir da hinkommen. Ah, da vielleicht. Da haben wir auch noch eine Erzader, das sehe ich doch bis hier. Korundumerz. Sehr schön. Er wird natürlich auch eingesammelt. Und dann würde ich sagen, wir erkunden hier noch so die paar Sachen, die wir hier auf dem Radar haben, die wir noch nicht erkundet haben. Und danach gehen wir mal so ein bisschen Richtung Flussheim. Und werden dort mal schauen, dass wir dann vielleicht ein bisschen die Hauptquest noch weiter voranbringen können. Ja, denn bisher war eigentlich noch so gut wie gar keine Hauptquest gemacht, ne? Und da vorne sehe ich schon ein Skelett stehen. Wunderbar. Jetzt läuft's los. Weiß aber irgendwie nicht so ganz genau wohin. Und da ist es auch schon tot. Ich weiß auch nicht, ob das einzige war. Vielleicht. Wir haben ein Level-Up. Ich würde mal sagen, wir gehen hier auf Lebensenergie. Durchsuchen den fleischlosen Verlorenen und können gleich noch ein bisschen was gillen. Das werden wir auch sofort machen. Natürlich ist da noch einer. Natürlich ausgerechnet ein Bogenschütz. Also er trifft auch immer durch. Wenn ich so durch sowas durchschieße, dann backt es irgendwo an so unsichtbaren Wänden fest. Der Pfeil. Aber das Skelett, nö, kein Problem. So, da sind wir drin. Und dann geht's mal auf das Skelett. Können wir jetzt natürlich schlecht hier ausweichen auf der Distanz. Aber das war's auch schon. Und vielleicht haben wir irgendwo ein Bett. Dann können wir wieder ein bisschen... Na, sieht das ehrlich gesagt nicht so danach aus. Kein Bett. Schade. Na, wir müssen was lesen. Rezept Ambrosia.
Sehr spannend. Und ein, Groschen, eine Schatulle. Oh, den müssen wir knacken. Ich speichere ihn immer davor, ich weiß auch nicht warum. Na, fast. Jawohl. Ich meine, Novizenschlösser sind ja wirklich einfach zu knacken. So. Ja, kein Bett. Sehr, sehr schade. Aber vielleicht... Ja, ich weiß, brauchen wir was essen? Ja, doch, wir essen mal was Kleines. Einen Kürbis zum Beispiel. Oh nein, jetzt bitte keine Küstenpirscher. Die sind so ätzend. So, das war ein ordentlicher Schleichangriff, würde ich mal behaupten. Kommen die ja lang? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, kommen sie. Okay. So. Okay, das war's. Ach, ich mag die einfach nicht, die Küstenpirscher. Die sind doch ein bisschen ätzend. Na gut, wir meditieren. Ich speichere nochmal ganz kurz und dann meditieren wir. Und schau mal, dass wir was Neues skillen. Wir haben einen Skillpunkt frei. Und ich würde sagen, wir gehen einfach hier weiter nach oben. Das heißt, jetzt als nächstes Schattenzungenöl. Ja, werden wir erstmal nicht wirklich brauchen, aber wie gesagt, ich möchte weiter hier hoch. Gerade leichtes Gepäck zum Beispiel oder mehr Platz, das ist sehr praktisch. Deshalb, ja. Nehmen wir Schattenzungenöl, das werden wir so gut wie nie verwenden, vermutlich. Aber wie gesagt, ich will da höher in den Skillbaum, deswegen müssen wir das skillen. So, wir gehen zurück. Und essen vielleicht nochmal eine Kleinigkeit. Das kann eigentlich nicht schaden. Ah, komm, einfach nochmal einen Kürbis. So. Da vorne haben wir eine Mine auf dem Radar. Ansonsten... Krabben sind da, mit denen will ich mich eigentlich gerade gar nicht anlegen. Die sind eigentlich echt nicht so wichtig. Die Schmetterlinge fliegen irgendwie nicht mehr so richtig, ne? Die hängen jetzt einfach nur noch statisch da. Och nö, willst du mich verarschen? Nicht noch mehr. Gut, ich will auf jeden Fall zu dieser Mine. Aber es scheint ein Einzelner zu sein. Sehr unüblich. Normalerweise sind die doch immer zu mehreren. Mann, wie läuft denn der hier rum? Jawohl. Ich habe ihn erwischt. So. Wenigstens gibt es uns Erfahrungspunkte, wenn wir die umlegen. Das ist ja schon mal was. So. Eine Mine da vorne. Aha, die wollen wir natürlich auch direkt mal erkunden. Der alte Stollen. Eine Truhe. Oh, Eisenerz und Groschen. Sehr schön. Hier gibt es bestimmt auch wieder Erz zum Sammeln. Da freuen wir uns doch alle schon drauf. Sonst gibt es hier wenig so viel. Da vorne haben wir was. Eine Stechpalme. Ich würde sagen, wir gehen hier mal runter. Vor kurz speichern. Denn natürlich... Oh je, oh je, oh je. Hier gibt es gleich einen Felssturz, wenn wir hier runterkommen. So. Ach du Heilige. Ich habe doch gar nichts getan. Lasst mich in Ruhe. Natürlich trifft man mich hier mit so einem Crit-Schlag. Warum kann ich eigentlich noch nicht so viel kritischen Schaden machen? Ich will auch Crit-Schaden machen. So, gut, okay. Die haben wir. Ich hoffe, das war's, weil dann können wir hier mal ein ordentliches Brot oder so essen. Jawohl, wir heilen hoch. Wir müssen kurz warten, weil ich darf jetzt hier keine Gegner aufschrecken, sonst heilt uns das Brot nicht mehr. Das da vorne sieht doch aus wie blau schimmerndes Erz, oder? Ich glaube, die haben in der falschen Mine gegraben.
die Minenarbeiter. So, Pfeile haben wir hier ein paar, die können wir wieder einsammeln. Da vorne haben wir eine Heilwurz, wenn ich das richtig erkenne. Ist natürlich sehr schön. Dann haben wir Salz. Und ein geografischer Überblick über Vin. Den haben wir aber schon gelesen, von dem her brauchen wir das nicht nochmal anschauen. Aber mitnehmen tun wir es auf jeden Fall, denn das gibt ja ordentlich Geld. Die Bücher sind ja durchaus ein bisschen was wert und wiegen nicht allzu viel, von dem her nehme ich die immer gerne mit. So, haben wir sonst noch irgendwie Gegner? Da vorne läuft ein Troll, das sehe ich ja schon mal. Hier ist dieser Fels. Okay. Da ist doch ein Troll. Ja, man muss immer die Augen offen halten, damit man solche Trolle möglichst früh sieht und einen Schleichangriff machen kann. Und dann brauchen wir auch immer ein bisschen, bis die kommen. Toll, der heilt aber schon wieder hoch. Ja, Trolle sind scheiße. Verstehe ich nicht, dass sie so schnell hochheilen können. Was sind das für Wundertrolle? So, der wird jetzt hier zurückkommen. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwann. Kommt der Troll zurück. Hallo, Troll? Troll? Na gut, kein Troll mehr da. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Da unten ist er. Toll. Läuft wieder beschissen rum. Der hat einen ziemlich schlechten Wendegradius, so wie es aussieht. Hallo, hier bin ich. Was haut denn der ab? Der will doch nur wieder hochheilen. Scheißding. Achso, er will über die Brücke. Er will sich seine Füße nicht nass machen, oder was? Jetzt habe ich den nächsten Troll auch noch aufgescheucht. Ich muss mich erst um den hier kümmern. Nicht, dass der sich wieder hochheilt. Da haben wir nämlich nichts gewonnen. Sondern eigentlich nur Pfeile verschenkt. Aber ich höre schon den anderen Troll hinter uns. Oh, sogar noch mehr als einer. Kommt der? Ja, der kommt. Natürlich kommt der. Was für eine Frage. Als ob er nicht kommen würde. Mist. Wie gesagt, wenn ich die halt einmal habe, dann möchte ich die auch komplett umlegen, weil die sich sonst wieder hochheilen. Echt miese Gegner, diese blöden Trolle. Okay, aber den haben wir gleich. Ich finde die Geräusche aber schön. Die stampfen so. Wunderbar. Gut, den haben wir auch. Puh, wir haben bestimmt gleich keine Pfeile mehr. Das ist alles irgendwie nicht so ganz optimal. Aber dafür haben wir die Höhle, glaube ich, gleich freigeräumt. Nur weil wir haben noch 68 Pfeile. Das geht eigentlich. Ich hätte gedacht, das ist schlimmer. So, wo ist denn der nächste? Jetzt will ich gleich alle aufräumen. Hallo? Da hinten. Ganz schön versteckt hat er sich hier. In seinem Trollhort. Ich glaube, er weiß nicht, wo er hin soll. Ich helfe ihm mal. Hallo, hier bin ich. Ja, ich greife dich übrigens an, falls du schon gemerkt hast. Der will sich wohl nicht wehren. Gut, ich beschwere mich nicht. Der will nur hochheilen. Scheißding. Ich verstehe echt nicht, warum die Trolle sich heilen können. Ich finde, das ist nicht so sinnvoll. Oder ich verstehe nicht, warum. Seit wann können sie Trolle heilen? Naja. Moment. Schatulle, wie ihr wisst, ich muss immer vorher speichern. Für den Fall der Fälle, dass ich irgendwie alle Dietriche verschwende oder so, dann würde ich vielleicht nochmal neu laden, aber in der Regel klappt es ja ganz gut, von dem her, ja, ich weiß wirklich nicht, warum ich da immer neu lade. Wir brauchen mal ganz kurz Licht. So. Da können wir nämlich immer alles einsammeln. An Pfeilen. So, die Schatulle haben wir schon angeschaut. Die Ziege, da können wir ein bisschen Zeug mitnehmen. Das machen wir doch ganz gerne.
Ich hoffe, das waren alle Gegner. Wir haben mal Heilwurz. Oh, wir sind voll. Ah, wir haben gar kein Leben verloren. Okay. Ja, sehr professionell auf jeden Fall gekämpft, wie man hier sieht. Da haben wir auf jeden Fall... Ah, natürlich, das habe ich schon befürchtet. Blauer Quarz und Rucksack mit einer Fackel. Toll, vielen Dank. Das Problem ist das Arkanistenfieber. Okay, aber jetzt hat es sich verschlimmert. Das hat man jetzt gerade ganz kurz gesehen. Das heißt, ja, sind jetzt quasi schwächer oder so. Ich würde jetzt gerne, wie gesagt, ich würde gerne diese komische Errungenschaft bekommen. Deswegen stelle ich hier mal hin. Das sollte ja eigentlich halbwegs schnell gehen. Und wir schauen mal, was so passiert, wenn wir hier stehen bleiben. Haben wir hier schon irgendwie aktive... Erhöhtes Arkanistenfieber. Wir haben jetzt Schaden, Lebensenergie, Ausdauerregeneration verlangsamt und Anfälligkeit gegenüber Magie. Okay. Schauen wir mal, ob es gleich noch schlimmer wird. Wir sind gleich bei 50%. Ja. Okay. Ja, es dauert jetzt ein bisschen. Es tut mir auch leid, es ist nicht so spannend. Wir können natürlich noch 1000 Tränke reinziehen, aber wir bleiben mal stehen und schauen mal, was hier so passiert. So, wir sind jetzt bei 60%. Ich schaue mal ganz kurz auf die aktiven Effekte. 10% langsamer immer noch. Okay, also noch hat sich es nicht verschlimmert. Schauen wir mal weiter. 66%. Also ich glaube, es wird langsam schon kritisch. 70%. Jetzt sollte es doch langsam... Oh ja, jetzt haben wir noch mal mehr. Schaden, Lebensenergie. 15% langsamer. Und hier auch noch mal erhöhtes Arkanistenfieber. Schweres Arkanistenfieber haben wir jetzt noch. Hier auch noch mal schweres Arkanistenfieber. Wird also noch mal alles schlimmer. Sehr schön. Sehr schön. So, da haben wir hier 74%. Bei 90% kommt wahrscheinlich noch mal mehr oder so. 78%. 80. Ich bin echt gespannt. Ich habe das noch nie gemacht, tatsächlich. Das ist das erste Mal in Enderal, dass ich so viel Arkanistenfieber habe. So, gleich sind wir bei 90. Da schaue ich nochmal. So, 90. Okay, immer noch schweres Arkanistenfieber. Okay. Ah, ja, kritisch heißt es jetzt, aber es gibt hier nichts kritisches Arkanistenfieber. Na gut, okay. 92%. Ja, wir sind gleich dahin gerafft. Keine Sorge, gleich geht's weiter. Und da sind wir gestorben. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen... Ja, doch, da unten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wir haben hier tatsächlich einen Erfolg. Wir sind am Arkanistenfieber gestorben. Sehr schön. Und wir laden wieder und haben hier wieder ein halbwegs gutes Arkanistenfieber. Wir sind aktuell bei, wie viel, 40? Das heißt, ich nehme mal 2 Ambrosia. Oder erstmal nur einen. Und dann noch einen. Und jetzt haben wir 0%. Perfekt. Jetzt geht es uns also wieder gut. Wir haben allerdings auch kein Ambrosia mehr gerade. Das heißt... Aber jetzt sollten wir etwas vorsichtig sein. Aber wir, stimmt, wir haben ein neues Ambrosia-Rezept bekommen. Keine Ahnung, wo das ist. Rezept Ambrosia. Okay, wir haben jetzt zweimal dasselbe wahrscheinlich. Baldereswurzel und Windwurz. Die Baldereswurzel fehlt eigentlich primär noch. Windwurz haben wir schon ein bisschen. Was haben wir hier liegen? Okay, nichts Spannendes. Also, ich würde sagen, wir gehen im nächsten Part erst weiter. Jetzt haben wir gerade noch die paar Pilzchen hier ein. Da und... Da haben wir auch noch Pilze. Und ja, unseren Weg setzen wir dann in der nächsten Folge fort. Bis dahin, ich wünsche noch einen schönen Tag und ciao.